liberate Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means we move tonight. It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And find me, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him with Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more checkpoint. Nazi fucks. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, your cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Guten Abend. Papiere, bitte. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich wurde aus Berlin hierher versetzt. Seltsam. Laut Ihren Papieren sind Sie hier, um Polizeiführer Heinrich bei seinen Reisevorbereitungen zu helfen. Beeilen Sie sich, Weitwebel, ich bin in Eile. Natürlich, mein Herr. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Now remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck.
komme geradeaus. Nein, ich habe das Oberführer Dressler nicht gesehen. Ich kann nicht sagen, was man will, aber du musst ja die ein. Zudreist. Das gefällt mir gar nicht. Für wen arbeitet sie? Gar nichts los, will rein. Ich warte dich. Gleich denn doch. Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Nehmen Sie so viele Gefangene wie möglich. Verstanden. Wir schnappen sicher genug, um unsere Befrager bei Laune. Haben Sie noch nie gesehen? Ich bin sicher, dass er Ihre Nachricht erhält. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Suchen Sie etwas? So, jetzt. Am Empfang liegt ein Schiffwaffenhaus. Nein, ich habe Oberführer Dressler nicht gesehen. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Johann! Du drückst etwa den armen Otto? Du weißt doch, er braucht sein Geld für die Frauen. Man sagte Otto mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Französische Spionen mit diesen ganzen Geheimen einer weiteren Nachtschicht aus. Kommen Sie mit mir. Eine meiner Cousinen ist. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Entschuldigen Sie bitte. Ich habe Sie mit jemandem verwechselt. Kommen Sie wieder, wenn Sie Hilfe brauchen. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Haben Sie von dem Herbstlied von Verlaine gehört? Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich Sie Ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde Ihnen berichten, wie unverschämt Sie waren. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Haben Sie etwas vergessen zu fragen? Haben Sie die Werke Verlaines gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Oh, sieht nach einem
einer weiteren Nachtschicht aus. Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche nicht mehr in meinem Bett. Be brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Oh, now, if you will indulge me. Perhaps we can converse in English, for as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. Yes. Herr Gruber wanted you back in Berlin. Did he, Fräulein Schneider? And I thought it was Herr Spiegel that sent you. Oh, well. The only constant is change. All we can do is adapt. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. This is for my comrades. My son.
born me. Vive la résistance. Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fehlt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Dieser Bereich muss besser gesichert werden. Das ist doch lächerlich. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Da! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet.
Just one more. Nice work! Let's head to the south gate and plant the last charge. Come on, Russo, we need to get to the gate. Thank you. I'm going to join your fight now. Your team, Daniels. Something's wrong. We should go now. Hold your fire to the gates. Get ready. Go, fellas. Can't hold that garrison without you. Keep low!
rally and set up defensive positions. The Germans will fight like hell to hold the garrison. Germans will mount a counterattack soon. We need to set up our defenses. Follow me. Auf die Türen achten! Jerry's still inside. We have to take him out. Entdeckung, los, los! Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. I have a first aid kit. Area clear. Daniel, suspect. Head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. First aid kit here! Eis auf den Türen! Room clear. Gotta set up defenses. Daniels, got our first aid kit. If they get close, use the Molotovs. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Got your first aid kit. Daniels, aim for the everyone truck. Else, wait till they're in range. MGs, open fire! Keep them off that bridge! Got your first aid kit! First aid kit here! Snipers from the building across the center! They're getting too close! Enemies in front, use your Molotov! Throw the grenade! Grenade! Toss it out, a grenade! Grenade out! First aid kit ready when you are! Take out that half-track turret. We're making a push with Molotov cocktails. Yeah.
Take out that Panzer Shrek and take out that half track! They're retreating! Let's talk! We did it! We pushed them back! We did it, Daniel! We'll get back to the others! I can see Crowley and Pearson up ahead! Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The Ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate, eh, Crowley? There's no turning back. France has reclaimed Paris. Well, this ain't exactly over yet. War's not done. Now, come on, Pearson, let them have this. That's what Turner's for. Taking the garrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget. Hell, I think I might have seen Pearson smile. We're gonna ride this momentum all the way to the Rhine.